und herzlich willkommen zum 43. Bonner Wirtschaftstalk. Es ist ein ganz besonderer Bonner Wirtschaftstalk. Nicht nur, dass es der erste ist nach einer ganz langen Pause, sondern im Stream können Sie das sehen. Wir sind in einer anderen Örtlichkeit und wir sitzen nach den Bestimmungen, wie man sitzen muss. Ne? Dass sowas nämlich stattfinden darf, ist ja alles der Krise und dem Umgang mit der Krise geschuldet. Deswegen heißt unsere Sendung heute Wumms und Wandel. Und man hat ja jetzt schon so ein knappes halbes Jahr hinter sich, wo man mal gucken kann, wie ist es denn gelaufen? Was hat dieser Umbruch in diesem Land, der größte Umbruch seit 1945, sagen viele, was hat dieser Umbruch gemacht mit der Gesellschaft, mit der Wirtschaft und wo könnte es hingehen? Denn wie immer, wenn es richtig knirscht im Gebälk, ist das ja auch immer die Chance auf Erneuerung, auf Verbesserung und auf Zukunftsfähigkeit. Jetzt hatten wir natürlich die Möglichkeit, durch den Vorlauf Gäste einzuladen. Wir haben so eine Wunschliste gemacht. Und stellen Sie sich vor, wir haben alle Gäste, die kompetent sind und die wir haben wollten, zu dem Thema auch bekommen. Ich weiß gar nicht, ob das funktioniert hätte in normalen Zeiten. Und weil ich so eine illustre Runde habe und so froh bin, dass Sie alle da sind, möchte ich auch mit meiner Einführung so kurz wie möglich bleiben, denn die Koryphäen hier im Rund haben weitaus mehr zu sagen als ich und ich möchte sie Ihnen vorstellen. Ganz vorne zu meiner Rechten sitzt Professor Dr. Andreas Pinkwart, seit 1917 Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie in NRW. Bitte? 20. Auch wenn ich schon so alt aussehen mag, aber es ist erst seit 2017. Was? Ja. Ich glaube 1917. Nein! Gut getan. Oh mein Gott. So ist der Kaiserzeit übrig geblieben. Ich wollte mal gucken, ob Sie alle gut aufpassen. Da war der Wunsch der Vater also des Gedankens. Seit 2017. Nur ein Wiedergänger, nein. Also Wiedergänger im Hochschulsegment, weil als ich da im Vorfeld geguckt habe, wo Sie überall gelehrt haben und wo Sie überall Wirtschaftswissenschaften doziert haben, da musste ich dann denken, es gibt ja im Internet dann auch gerne so Witzchen, wie weltfremd Politiker sind. Und da gibt es ein Meme, wo es heißt, es wäre ja eine abgefahrene Idee, wenn man die Leute, die Ahnung haben von dem Gebiet, auch das Ressort leiten lassen würde. Also zum Beispiel ein Lehrer in die Schulpolitik. So, jetzt nehmt das, ihr Humorfreunde. Hier sitzt also jemand, wenn ich die Professoren und Dozententitel alle aufzählen würde, die er schon inne hatte, dann wäre die Sendung auch gesprengt. Deswegen umso schöner, dass er als Fachmann da ist und nicht nur als Minister. Herzlich willkommen rundum, Professor Dr. Andreas Pinkwart. Herzlichen Dank. Dankeschön. So, ihm gegenüber sitzt auf der anderen Seite Uwe Borges, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Köln-Bonn. Und das sind Sie in der besten Zeit geworden, die man das hätte werden können, nämlich zum April 2020. Jetzt passe ich immer gut auf. Ja, Sie kennen die Sorgen und Nöte Ihrer Firmenkunden und Sie initialisieren Hilfe, nicht nur finanziell. Wie genau das aussieht und wie dieser Start war in diesem Jahr, in diesem Feld, das erzählen Sie uns gleich in Ruhe. Erstmal herzliches Willkommen, Uwe Borges. Dankeschön. So, zu meiner Rechten, auch auf der bequemen Schwimmbadtreppe hier, sitzt Matthias Welteroth. Und der Name sagt Ihnen jetzt vielleicht zuerst, wenn Sie nicht so ganz im Thema sind, nichts. Ich kannte es vorher nicht. Er ist CFO, COO der Limo Maschinenbau GmbH. Und das ist ein Fehler, das nicht zu kennen. Denn diese Firma aus Niederkassel-Mondorf ist ein sogenannter Hidden Player, Weltmarktführer in der Herstellung von Maschinen. Spezieller Art, welche genau, hören wir gleich. Und Sie stehen für ein Unternehmen, das die Krise durch schnelles und vorausschauendes Handeln für sich nutzen konnte. Also von Ihnen kriegen wir heute eine Erfolgsgeschichte noch, mindestens eine. Präsentiert. Herzlich willkommen, Matthias Welteroth. Danke. Und zu meiner Linken, last but not least natürlich, Ulrike Lüneburg. Sie ist Geschäftsführerin der BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH. Und Sie haben auch so richtig viel zu tun, denn Arbeitsschutz muss für viele Unternehmen neu organisiert werden. Sowieso aber jetzt erst recht. Gut. So, schön, dass Sie als Fachfrau da sind. Herzlich willkommen. Danke. Und schön. So, jetzt hatte ich mir so überlegt, ich fange mal mit dem in der Runde an, weil Umbruch ist ja für uns alle, aber ich fange mit dem an,
der am frischesten auf seiner Position dabei ist, das ist der Herr Borges. Und da würde ich gerne direkt zum Einstieg wissen, wie war denn der Start? Alles, was normal ist, wie ich mir das jetzt so vorstelle, Sie kommen da an, sind der neue Chef, geben einen aus, man macht eine schöne Veranstaltung, initialisiert Sie und dann sagen Sie, was Sie so vorhaben die nächsten Monate. Das war bestimmt ganz anders. Wie war das? Ja, es war in der Tat total spannend, aber lassen Sie mich vorab sagen, Sie erleben mich ganz glücklich, dass ich jetzt seit 1.4.2020 Vorstand der Sparkasse Köln-Bonn bin. Es war eine ganz, ganz spannende Zeit in den letzten Monaten. Ich habe mich natürlich wahnsinnig gefreut, dass man mir im Verwaltungsrat das Vertrauen ausgesprochen hat, in der größten kommunalen Sparkasse Deutschlands das Firmenkundengeschäft zu verantworten. Aber wie waren die ersten Monate? Ich meine, als Führungskraft leben und als Marktvorstand, als Vorstand, der für das Firmenkundengeschäft verantwortlich ist, lebt man natürlich ganz stark von dem Vertrauen der Mitarbeiter und von dem Vertrauen der Kunden. Und das ist natürlich ganz schwer aufzubauen, wenn man noch gar nicht so in den persönlichen Kontakt kommen konnte, wie das bei mir in den ersten Wochen der Fall war. Das heißt also, es ging darum, wirklich Führung aus der Ferne ein Stück weit zu lernen. Das haben wir alle als Führungskräfte so vorher nicht erlebt. Und über Ferne Vertrauen aufzubauen und natürlich auch Vertrauen aufzubauen in der Kundschaft, weil gerade in der Kundschaft war natürlich die Erwartungshaltung ausgesprochen groß, dass wir sehr konkret helfen. Und gleichzeitig war es aber auch eine glaubwürdige Chance für uns als Entscheidungsträger, hier auch anzupacken, glaubwürdig zu zeigen, dass man nicht nur kluge Ratschläge gibt, sondern wirklich in der Krise mit anpackt, die Mitarbeiter unterstützt, die Mitarbeitenden unterstützt, aber auch ganz konkret am Kunden unterstützt. Und das ist auch im Zeitalter der Digitalisierung durchaus aus der Ferne möglich. Aber trotzdem freue ich mich. Ich bin nun mal ein Handschlagbanker und freue mich, dass ich jetzt in den letzten Wochen dann wieder die Gelegenheit hatte, sowohl mit den Mitarbeitenden wie auch mit den Kunden ins persönliche Gespräch zu gehen. Und ich glaube, das habe ich ganz deutlich gespürt, dass da gab es auch eine große Sehnsucht, sowohl bei den Mitarbeitenden als auch bei den Kunden, wieder in dieses persönliche Gespräch zu gehen. Ja, also was mich jetzt interessieren würde, wäre so diese Zeit, als es alles so gekracht hat und die Leute da standen und sagten so, wir brauchen jetzt Geld oder wir brauchen Überbrückungsgeld, bis wir die Hilfen von der KfW kriegen oder vom Land oder wie auch immer. Wie ist das, wenn man dann zum Start direkt mal eine Abteilung aufbauen muss, die all diese Kredite durchschleust? Und wir reden ja von großen Volumen. Ja, wir haben von vornherein im Vorstandsteam gesagt, wir wollen hier ein ganz deutliches Signal im Markt setzen und sehr klar unterstützend helfen. Und Unterstützung in der akuten Krise hieß natürlich, dass wir sehr schnell unsere Verantwortung wahrnehmen mussten, die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Liquidität zu versorgen. Und deswegen haben wir uns überlegt, wie kriegen wir das hin, möglichst breitflächig, möglichst viele Unternehmerinnen und Unternehmer auch hier in Bonn zu unterstützen, und haben dann in einem Kernteam, in einem Projektteam sehr schnell eine digitale Kreditprozessstraße gebaut, wo unsere Kunden die Möglichkeit hatten, eben über unsere Internetfiliale mit einem sehr vereinfachten Liquiditätsplan sehr schnell darzulegen, wie ihr Liquiditätsbedarf war. Und das hat uns tatsächlich dann ermöglicht, sehr schnell und sehr konkret zu helfen. Ganz konkret in Zahlen gesprochen, haben wir in den letzten 4 Monaten alleine rund 500 Millionen Euro an Liquiditätshilfen hier in den Unternehmen der Region, der Metropolregion Köln-Bonn zur Verfügung gestellt, sei es in Form der Schnellkredite, die die KfW mit uns gemeinsam zur Verfügung gestellt hat, sei es aber auch die Unternehmerkredite und auch in Form von Tilgungsstundungen. Und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, vielleicht auch mal stellvertretend für alle in der NRW-Politik, Ihnen, Herr Professor Pinkwart, einfach zu danken, auch für Ihren sehr, sehr schnellen, unbürokratischen Einsatz hier wirklich breitflächig, sowohl für die Finanzierung der Unternehmen als auch für die sonstigen Erleichterungen in dieser schweren Krise, Maßnahmen und politische Rahmenbedingungen zu schaffen, gesetzliche Rahmenbedingungen. Das hat sehr geholfen, und ich glaube, das ist im Kern einer der Gründe, warum Nordrhein-Westfalen wie auch Deutschland insgesamt doch sehr, sehr gut im internationalen Vergleich bisher durch die Krise gekommen ist. Vielen Dank.
Da würde ich gerne einhaken, ganz kurz in diese Lobhudelei mich einreihen, weil das Überraschendste war, ich bin ja auch von einem Gewerk, wo uns alles wegbrach. Das heißt, ich habe dann auch die Soforthilfe beantragt. Und ich war baff, wie schnell das ging, wie schnell das Geld da war, wie easy das zu beantragen war und wie das funktioniert hat. Und die Meinung bei den Kollegen war im April auch, man konnte es gar nicht glauben. Yeah. Was war das für Sie für ein Gefühl? Haben Sie da im Amt gesessen und gedacht, haha, seht ihr, ich kann auch schnell, hätte doch nicht gedacht? Nein, so nicht. Aber man muss natürlich sehen, das hat der Boris Teugmann, ist eine besondere Situation. Hunderttausende von Betrieben hatten keinen Auftrag mehr. Das muss man einfach sehen, die hatten keine Arbeit mehr. Wir haben sie jetzt durch die Politik zum Schutz der Bürger auch aus dem Verkehr genommen, indem wir durch unsere Corona-Auflage ihnen die Geschäftstätigkeit nicht mehr erlaubt haben. Das muss man mal ganz klar sehen. Und da sahen wir uns auch in der Verantwortung. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur Bundesregierung, die Landesregierung, sondern ich meine mit Dank auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der öffentlichen Verwaltung. Und wir haben das ja in Nordrhein-Westfalen unterstützt. Herzlichen Dank, Herr Präsident, Herr Hauptgeschäftsführer, an die Industrie- und Handelskammern, die Handwerkskammern, haben sehr viel unterstützt, auch bei Beratung. Aber in der Auszahlung, Antragstellung, Bewilligung, Auszahlung, haben unsere 5 Bezirksregierungen das gemacht. Und die waren ja auch durch Covid gehindert eigentlich, am Arbeitsplatz arbeiten zu können. Wir haben mit IT-NRW über Nacht für rund 1.000 Mitarbeiter mobile Arbeit zu Hause organisieren können, im gesicherten Landesdatennetz. Wir haben, als die Bund-Länder-Vereinbarung noch nicht unterschrieben war, hier schon die Software mit der Bezirksregierung Arnsberg entwickeln können, alleine, weil wir das einzige Bundesland. Wir haben mit der Bezirksregierung Detmold das Auszahlverfahren organisieren können. Sie müssen sehen, 430.000 Betriebe, 4,5 Milliarden € in 6 Wochen. Das muss ja rechtssicher zur Auszahlung gebracht werden können. Und das Schöne war, wenn wir schalten, ich hatte mehrere Schalten pro Tag mit den leitenden Beamten in meinem Haus, mit 5 Regierungspräsidenten, den Mitarbeitern dort. Und der Obersatz der Mitarbeiter war, und das fand ich ganz großartig, haben gesagt, wir geben alles, wenn wir jetzt der Wirtschaft helfen können. Wir wissen, was davon abhängt und dafür sind wir da. Und das war die Ansage und das fand ich ganz toll und das hat auch geklappt. Und das hat mich gefreut. Sofort die Mitarbeiter haben gesagt, wir arbeiten noch am Wochenende, ist überhaupt kein Thema, wir wollen einfach helfen. Und das war der Geist. Und wenn Sie den Geist haben, dass Sie wirklich helfen wollen, dann finden Sie auch Wege. Und dann hat jeder eine Idee, wurde auch schon mal nachgesteuert. Natürlich können auch Fehler passieren, die haben wir auch sicherlich gemacht. Aber insgesamt, muss ich sagen, hat das sehr gut funktioniert. Ich kann das aber auch noch mal zurückgeben an die Kammern, an die Banken, an die Unternehmenverbände. Wir haben in der engen Krise fast wöchentlich gemeinsam telefoniert. Auf Landesebene, wir haben unter der Verantwortung der NRW-Bank einen Bankenkreis gehabt, was ganz wichtig war, weil wir natürlich durch die Finanzkrise uns in den Jahren danach ein Regelwerk angeeignet haben, das eigentlich den Banken gar keinen Spielraum eröffnet hätte, selbst vorhandene Kredite fortzuführen. Das musste auch über Nacht im Prinzip angepasst werden. Da war man in enger Abstimmung mit der Bundesbank, mit der BaFin. Wir hatten Telefonschaltkonferenzen, die Länder, Wirtschafts- und Finanzminister mit dem Bundeswirtschaft- und Finanzminister. Also da haben wir parteiübergreifend, ebenenübergreifend wirklich toll arbeiten können. Und da haben wir auch alle, auch die Sozialpartner, das war wirklich ein tolles Miteinander, was eben auch zeigt, und das ist mir nochmal wichtig, das haben wir in der Finanzkrise damals gezeigt, wo Bundestag und Bundesrat innerhalb von einer Woche Gesetze geändert haben, die damals es erlaubt haben, dass wir die Krise gut bestanden haben. Weil so viele immer mit Blick auf China sagen, dass Demokratie, das funktioniert alles nicht, das ist alles zu langsam. Also wenn Not am Mann ist, ist Demokratie unglaublich leistungsfähig. Und auch der öffentliche Sektor, was nicht heißen soll, dass wir ihn nicht besser machen können. Aber in der Krise hat er sich bewährt und das sollte uns auch ein bisschen stolz machen. Demokratie kann auch schnell sein, wenn sie will und sie kann auch wirksam sein. Ich glaube, das hat auch diese Krise erneut gezeigt. Ja, es ist ja so ein Paradigmenwechsel, der stattfindet, also ein Umdenken. Wenn ich das so höre, klingt es für mich ja so, als ob die breite Front von Veränderungen, die stattfindet, auch durch nur so eine Krise passieren kann. Viele wussten ja schon vorher, ach ja, ich sollte vielleicht mal ein bisschen digital mich auch aufstellen oder ich sollte auch an das Wohl meiner Mitarbeiter denken. Auch das ist ja viel mehr in den Fokus gerutscht. Sie sind für Human Resources zuständig, also vor allem auch für den Erhalt
der Mitarbeiter, sag ich mal salopp. Mhm. Ne? Was sind so, was könnte man, zu Ihnen komme ich gleich, das ist auch so ein großes Feld, was könnte man an dieser Stelle jetzt schon sagen, was sind die größten Veränderungen, die die Krise gebracht hat? Naja, wir beobachten das ja nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch in unserem Privatleben. Das Thema Gesundheit hat eine komplett neue Bedeutung gewonnen. Und in unserem Auftrag als Unternehmen spielt das Thema Gesundheit, das gibt uns unseren Sinn. Und ist verbunden mit dem Bereich der Prävention. Und alles, was wir hier gerade tun, Abstand halten, unsere Masken tragen, sind alles präventive Maßnahmen, um uns gesund zu erhalten. Das hat eine neue Sichtbarkeit gewonnen und schon vorher gab es viele dieser Regularien. Ich würde gar nicht sagen, dass wir neue Regeln haben. Sie sind jetzt angepasst auf diese Situation, aber die Unternehmen haben jetzt gemerkt, welche Bedeutung es gewinnt. Manche hatten das natürlich auch vorher schon. Und Gesundheit hat einen Gesamtkontext bekommen. Es geht eben um mehr als nur um die Frage, bin ich nicht krank, sondern es geht eben auch um die Frage, was macht die Krise mit uns, weil sie Angst auslöst. Was macht sie mit uns in psychischer Hinsicht? Auch das ein Thema, was neue Bedeutung auch in den Unternehmen gewinnt. Und insofern, glaube ich, haben wir Erfahrungen gemacht, die wir auch nicht mehr ablegen können, sondern die sind in unserer Gesellschaft jetzt auch ein Stück weit genetisch verankert. Und wir müssen jetzt schauen, wie wir auf dieser Ebene als Gesellschaft uns mit diesem Thema beschäftigen, aber auch jedes einzelne Unternehmen dafür Sorge trägt, weil Mitarbeitende dieses Bewusstsein auch mit in die Unternehmen tragen. Es gibt eine ganz andere Erwartungshaltung auch. Erwartungshaltung ist ein schönes Stichwort. Das gibt es nämlich bei Ihnen in der Firma. Bei Ihnen, Sie sind ja nicht aus Jux Weltmarktführer, sondern bei Ihnen in der Firma gibt es also so ein Credo, dass jedes Jahr mindestens entweder eine neue Maschine erfunden werden muss, die erfolgreich verkauft werden kann, oder eine Maschine so weit modifiziert werden kann, dass man da noch was anderes mit kann. Habe ich jetzt so als Laie grob zusammengefasst. Sie sind aber dann richtig in die Vollen gegangen und haben gesagt, okay, wir nutzen die Krise jetzt richtig als Chance. Was war bei Ihnen los? Ja, in der Tat ist es so, dass bei uns schon immer das Thema Innovation im Vordergrund stand, seitdem die beiden Gesellschafter, die im Jahr 2010 die Firma übernommen haben, von Anfang an gesagt haben, wir können mit der damaligen Produktion, dort haben wir auch schon Maschinen hergestellt, hauptsächlich für den Lebensmittelhandel, Tragetaschen im üblichen Sinne, damit können wir nicht langfristig überlegen, also müssen wir etwas Neues machen. Und in diesem Kontext haben wir angefangen, zu überlegen, was können wir denn darüber hinaus noch tun? Ja, und wir haben wirklich in jedem Jahr eine Maschine entwickelt seitdem an, indem wir für ein neues Marktsegment oder für ein neues Produkt, wo wir nicht vertreten waren. Und das hat hervorragend funktioniert. Wir konnten die Firma sehr gut weiterentwickeln und hatten dann im letzten Jahr im Oktober die wichtigste Messe für uns im Kunststoffbereich, die Messe K in Düsseldorf, haben dort einen wunderbaren Zuspruch erhalten. Aber man merkte im Nachgang zu dieser Messe, dass die Unternehmen, unsere Kunden, die wir ja schon über Jahre hinweg kennen, etwas verhaltener waren. Warum auch immer. Man merkte, das dauerte so etwas bis Weihnachten, bis mal die ersten Aufträge reinkamen. Der Januar plätscherte so dahin. Und einer unserer Gesellschafter kam aus China zurück und sagte, in China ist eine komische Stimmung und man redet von Problemen und wir wissen alle, da drüben gibt es das Thema mit der Maske. Weißt du was, wir entwickeln eine Maschine. Ja, und er hat sich sofort ganz akribisch da dran gesetzt, hat Informationen am Markt gesammelt, hat Produkte, Beispiele gesammelt und so weiter und hat damit begonnen, mit einem Team aus der Entwicklung, aus der Prozesstechnik, sich Gedanken darüber zu machen, wie schnell könnten wir sowas entwickeln. Am Anfang haben wir ihn so ein bisschen belächelt, ja? Aber dann kam so langsam der Karneval und nach dem Karneval dann auch doch die Nachrichten, dass es eben nicht mehr nur China ist, dass es so langsam einen weltweiten Rollout von diesem Virus gibt und wir haben alle gesagt, Mensch, könntest du nicht was schneller machen? Ja? Und haben dann dieses Projekt auch forciert, so weit, dass wir in der Lage waren, ja, so circa Ende Mai, die erste Maschine aufzustellen, die hat noch kein Produkt produziert, wie man weiß. Da mussten wir erstmal dazu hingehen, Fließhersteller, Meltblow-Fließhersteller zu überzeugen, uns zu beliefern, Kapazitäten freizumachen, damit wir mit den Tests beginnen können. Und wir sind so weit, dass wir die erste Maschine ausliefern können, kurz vor dem Start. Wir können pro Minute 550 Masken herstellen, vollautomatisch, sodass keiner mehr die Hand dran legen muss. Und das ist insbesondere deshalb so wichtig, weil man natürlich nicht nur jetzt Masken herstellt, sondern man muss ja auch langfristig denken. Die Unternehmen, denen wir unsere Maschinen verkaufen, müssen ja auf dem Weltmarkt wettbewerbsfähig sein. Ja? Und wir stellen die Masken a 10 Stück in so einem Umbeutel dar, hygienisch, in Kunststoff verpackt.
damit kein Bakterium dran kann. Und dann eben nochmal 5 Stück dieser Umbeutel automatisch verpackt in diesem Karton. Und jeder Kunde, der will, kriegt dahinter noch einen Roboter oder auch ein Transportsystem, was es dann wieder weiter befördert, ohne dass jemand anfassen kann. Das hat uns natürlich enorm geholfen. Ja, aber es geht ja noch weiter, denn das ist ja im Prinzip was Sie immer schon gemacht haben, kluge Maschinen erfinden, auf einen Bedarf gemünzt. Aber jetzt geht es weiter. Wie denkt man die Krise weiter? Was ist, wenn man nicht mehr so reisen kann? Wenn ich meinen Techniker, der sich mit der Maschine auskennt, eben nicht nach Kolumbien oder nach Singapur schicken kann, damit er die Maschine repariert. Wie geht das jetzt weiter? Ja, das war natürlich auch für uns am Anfang ein sehr großes Problem. Wenn man in der Krise ist und nach vorne schaut, dann schaut sich so ein Liquiditätsplan an, den man natürlich mit den Kollegen der Banken abstimmt. Was müssen wir eigentlich alles machen? Natürlich holt man erstmal, Sie haben es eben so schön gesagt, die Mitarbeiter zurück, weil in den Krisenländern können sie nicht bleiben. Das war auch schon eine Herausforderung, denn nicht aus jedem Land konnte man so einfach die Mitarbeiter zurückholen. Sie gehen in Quarantäne, die 14 Tage sind rum. Was macht man dann mit den Mitarbeitern? Umgekehrt ist es so, die Kunden rufen auf einmal an und sagen, Mensch, die Maschine ist eingetroffen bei uns im Zoll, schicken Mitarbeiter vorbei zur Inbetriebnahme. Das geht alles nicht mehr. Also muss man neue Wege beschreiten. Wir haben angefangen, die Handykamera zu benutzen. Wir haben angefangen, die Tablet-Kamera zu benutzen. Wir haben neue Medien aufgetan, wie zum Beispiel eine VR-Brille. Mit neuer Software, die wir mit dem Fraunhofer-Institut installiert haben und die uns ganz neue Wege bereitet. Natürlich stellen wir fest, die vorhandenen Mitarbeiter haben ja auf diesem Weg noch nie gearbeitet. Was heißt das? Das heißt überzeugen, HR, wir müssen die Mitarbeiter mitnehmen. Wir müssen ihnen die Medien zeigen und ihnen auch die Angst davor nehmen. Natürlich hat ein Außendienstmitarbeiter, der jahrelang rumgeflogen ist, erstmal Angst. Ja, er verliert seinen Job. Nein, er verliert nicht seinen Job, sondern wir können ihm beibringen, wie er damit den Kunden weltweit helfen kann. Da geht Ihnen das Herz auf. Ne? Ich sehe Sie die ganze Zeit nicken. Das ist im Prinzip ja so, wie Sie sich das wünschen. Ne? Ja, absolut. So eine Digitalisierung absolut. Mit so einem Blick nach vorn. Ja. Ja, ich finde es toll, dass wir das hier von Ihnen hören. Das ist auch etwas, was ich in vielen Teilen unseres Landes wahrnehme, dass die Industrie wirklich in der Krise auch ganz toll gearbeitet hat, die Chancen genutzt hat und nutzt. Und wir können stolz sein auf den Mittelstand, den wir haben, auf viele Hidden Champion wie Ihr Unternehmen und auf die Mitarbeiter in diesen Unternehmen. Da ist viel Change auch erforderlich. Ich will aber auch sagen, das Gleiche gilt für die öffentliche Hand. Ich hatte es am Beispiel der Bezirksregierung gesagt. Wir waren im Digitalministerium mit allen Mitarbeitern und Mitarbeitern komplett digital unterwegs zu Hause und haben gearbeitet. Und wir haben die Anzahl der Mobilarbeitsplätze in der Landesverwaltung in den wenigen Monaten fast verdreifachen können. Wir haben die Mitarbeiter dazu natürlich schulen müssen, mitnehmen müssen, mussten die Ausstattung vorantreiben, wie jetzt an den Schulen auch. Manches merken wir, kommt jetzt zeitverzögert, hätte man auch schon früher machen können, muss man auch einräumen. Aber es kommt jetzt und es hilft, die Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Wir spüren aber als Bürgerinnen und Bürger auch, dass an manchen Stellen auch noch mehr Drive notwendig ist. Nehmen wir mal die Kfz-Zulassung oder nehmen wir auch die Arbeit der Gesundheitsämter und vieles mehr. Da geht schon vieles digital, aber da müsste auch noch mehr digital möglich sein, weil in der Krise haben wir gespürt, dass es dann Engpässe gibt, da wo die Ressourcen am dringendsten benötigt werden. Man muss ja nicht in Quarantäne gehen, wenn man einen Test macht. Das Testergebnis kann ich natürlich per Fax zuschicken, das kann ich auch auf einer App direkt digital zur Verfügung stellen. Das alles müssen wir zum Teil noch in Deutschland implementieren, während andere Länder, auch in Europa, auch in Osteuropa, das längst nutzen. Also da ist sicherlich noch viel zu tun. Insofern sind wir dankbar für die Betriebe, die die Chance jetzt auch ergreifen und die Verwaltung, die das auch mitgehen. Es ist dringend notwendig, auch nach der Krise hier besser zu werden. Ja, also gerade in der Verwaltung sind also auch neue Prozesse nötig. Vieles hat ja jetzt schon digital absolut gut geklappt. Was glauben Sie denn, wo es eher dran hakt? So braucht man noch mehr, noch neuere Technik in den Behörden oder braucht man an vielen Stellen auch so einen veränderten Mindset? Wo hakt es eher? Ja, also wir sagen immer im Rahmen der Digitalisierung, 20% ist Technik und 80% ist Mindset. Gerade in einer Krise ändert sich natürlich das Mindset schneller, ja, weil ja auch eine Handlungsnotwendigkeit da ist, weil man jetzt erkennt, dass es notwendig ist, das einzusetzen. Aber
die technischen Mittel sind natürlich vielfach auch eine Kernvoraussetzung. Dass wir heute im Jahr 2020 ans Werk gehen und in Nordrhein-Westfalen 200.000 Lehrerinnen und Lehrern erstmalig in der Geschichte des Landes die elektronischen Instrumente auch geben, mit denen sie digitalen Unterricht machen können, ist ja eigentlich ein Skandal. Als ich in Nordrhein-Westfalen als Hochschullehrer gestartet bin, 1994 bekam ich wie selbstverständlich von ihren Steuergeldern die technischen Geräte zur Verfügung gestellt, wie meine Mitarbeiter auch. Aber Lehrerinnen und Lehrer haben noch bis dieses Jahr von ihrem privaten Rechner sich mit ihren Schülern vernetzt. Und das fiel dann erst auf, als die Datenschutzgrundverordnung kam und man feststellte, dass Lehrer nicht von ihren privaten Geräten die E-Mail-Nummern der Schüler nutzen können. Also da haben wir lange geschlafen und vielleicht auch gezögert. Sicherlich, es kostet 200 Millionen, die Schüler, und es kostet noch ein paar hundert Millionen. Das kostet alles Geld, keine Frage. Aber wenn ich digitalen Unterricht will, gerade auch in der Krise, aber auch darüber hinaus, dann muss ich zunächst mal die Ausstattung schaffen, das gilt für jeden Arbeitgeber. Und ich muss natürlich auch die Leitungen legen, damit ich vernetzt bin. Aber ich muss dann eben auch qualifizieren und ich muss auch die belobigen, die auch vorangehen, die da mutig sind. Und es gibt ganz tolle Lehrerinnen und Lehrer, die da auch in den Schulen viel mehr schon in der Vergangenheit wollten und notdürftig es trotzdem gemacht haben. Und das sind meine Helden. Und davon gibt es immer mehr. Und dann werden wir auch an den Stellen besser werden. Und das gilt auch für andere Teile der Verwaltung. Wie läuft das denn? Läuft das denn? Ihre Behörde hat ja so gesehen, salopp gesagt, gut vorgelegt. Hat dann die Frau Gebauer bei Ihnen mal angerufen und gesagt, kann ich ein paar Tipps haben, damit das bei der Schule auch so läuft, oder gibt es da keinerlei Überschneidungen? Wir haben eine Digitalstrategie für die gesamte Landesregierung entwickelt und da sind alle Ressorts eingebunden, auch der Gesundheitsbereich. Wir haben auch das virtuelle Krankenhaus jetzt vorangetrieben, auch nochmal durch Krise, hatten wir vorher schon geplant. Wir haben die Vernetzung Ärzte, Apotheken, all das auch in der Digitalstrategie verankert. Wir haben da auch einen Masterplan, wann was erreicht werden soll. Und so war auch die Schule natürlich im Plan. Aber die Schule ist groß. Wir haben 2,5 Millionen Schüler. Wir haben über 200.000 Lehrer und Lehrer. Das ist ein Weltkonzern. Ja? Also wenn Sie es mal sehen, das ist so wie Telekom zu erneuern. Und das braucht Vorlauf. Die Schule hatte eine Software entwickelt in der Vergangenheit, Schulministerium, die funktionierte nicht. Frau Gebauer musste die komplett, Stichwort Logineo, komplett neu aufsetzen. Das ist jetzt gelungen, die ist bei über 1.000 Schulen schon im Einsatz, findet viel Zuspruch, um Lehrer zu vernetzen, aber auch Schüler, um eine vernünftige Plattform zu haben, Zugriff zu haben, auch auf digitale Lehrinhalte und dergleichen mehr. Das musste erarbeitet werden und jetzt technische Ausstattung. Und ich denke, wir haben jetzt eine bessere Grundlage und eine wachsende Zahl von Lehrern und Lehrern, auch Schulträger. Bei uns ist das ja auch so, wir stellen die Lehrer, aber die Schulen werden von den Kommunen unterhalten, auch die Technik dort, muss man sich immer wieder abstimmen. Aber ich glaube, es läuft jetzt ganz gut und wir arbeiten uns voran. Aber es ist eben auch in der Krise deutlich geworden, wie wichtig das ist. Insofern hilft uns, glaube ich, die Krise sehr, in diesen Bereichen voranzukommen. Und wenn Sie mir noch eine Bemerkung gestatten, immer. Das ist auch an dem Beispiel von Ihnen so schön deutlich geworden. Homeschooling ist ja jetzt in der Krise nur eine Geschichte. Worüber wir eigentlich hier reden müssen, ist wirklich digitale Bildung 4 oder 5.0. Und das ist ein ganz anderer Unterricht, als dass man ein Whiteboard hat oder dass man einen Laptop zur Verfügung stellt. Da brauchen wir eine völlig neue Didaktik, brauchen eine völlig neue Pädagogik. Da müssen wir uns schrittweise heranarbeiten, dass wir das uns erschließen. Aber die Möglichkeiten, die darin stecken, die sind wirklich großartig. Und ich hoffe sehr, dass wir da auch bald gemeinsam Fortschritte noch machen können. Ja, vor allen Dingen der Lehrer, der dann früher immer die Probleme noch hatte mit dem Videorekorder, der muss dann jetzt die Stunde in Videochat. Ja, weil das Interessante ist, ja, wenn Sie mal eine Schule besuchen, wie ich das jetzt unlängst in Monheim gibt es zum Beispiel das Hahn-Gymnasium, wir machen das seit vielen Jahren schon, weil die Stadt auch den Schülern und Lehrern die Geräte bereitgestellt hat und so weiter. Das Spannende ist, ich war mal im Englischunterricht, 7. Klasse und Biologieunterricht, sitzen 30 Schüler, der Lehrer, die Lehrerin, und jetzt das Spannende im Vergleich zu meiner Schulzeit. Alle 30 Schüler arbeiten mit, weil der Lehrer sehen kann, wer wo wie sich beteiligt. Also da kann keiner, bei uns war das ja früher, erste Reihe hat sich noch gemeldet, zweite, dritte Reihe gelegentlich und die vierte Reihe hat sich mit ganz anderen Themen beschäftigt. Das geht heute nicht mehr. Das ist aber auch wichtig,
weil wir können uns nicht mehr erlauben, dass Kinder zurückbleiben. Die müssen in der Schule weiterkommen. Und die Hausaufgaben werden um 17 Uhr per E-Mail an den Lehrer, also sofort voll elektronisch abgeschickt. Nicht am nächsten Tag nach dem Prinzip, na, wenn schon drei dran gekommen sind, komme ich ja nicht mehr dran. So habe ich das in der Schule erlebt. Die Zeiten, die sind vorbei. Jeder muss ein Recht haben, auch zum Zug zu kommen. Wir brauchen individuelle Förderung. Sie sehen auch den Entwicklungsstand. Die, die stärker fassen, kriegen die schwierigen Aufgaben, die anderen werden. Das können Sie alles mit Hilfe von KI, mit anderen Methoden schaffen. Kein Kind darf mehr zurückbleiben. Das ist ein politisches Ziel, das kann man teilen. Man muss sich massiv anstrengen, auch mit neuer Technologie das möglich zu machen. Da hilft die Digitalisierung, wenn man es klug macht, sehr dabei. Und das müssen wir uns erarbeiten. Genau, und Digitalisierung hilft natürlich auch. Sie hatten den Bereich gerade angesprochen, in der Gesundheitsvorsorge. Das ist natürlich auch ein Wahnsinnsfeld, was sich auftut. Homebanking kennen so die meisten schon. Das war schon vor der Krise so ein bisschen, dass man reinkam. Aber dass man sich jetzt dann vielleicht auch nicht getraut hat, zum Arzt zu gehen oder so, ja, hat ja diesem ganzen Feld dann auch einen Boom beschert. Wie haben Sie das erlebt? Das haben wir genauso, Herr Professor Pinkwart hat es gerade eben schon erwähnt, das haben wir genauso erlebt. Und da gibt es immer das große Thema Datenschutz. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist ein wichtiges Thema, was da wirklich Berücksichtigung finden muss. Aber in Summe, wie Sie es gesagt haben, wir hatten ja auch die elektronische Krankschreibung, die ja durchaus auch ein ganz spannendes Thema gewesen ist in der Diskussion. Mhm. Aber das ist ja nur eine Facette. Und wenn wir über die tatsächliche Akte sprechen, die Krankenakte, Patientenakte, dann ist das ein Instrument, was sicher auch die Gesundheitsvorsorge nochmal deutlich verbessern kann. Auch das Thema Telemedizin ist sicher etwas, was gerade auch in der ländlichen Bevölkerung, aber auch viele Arztbesuche, die möglicherweise gar nicht mehr notwendig sind, weil man Dinge auch durchaus per Videochat miteinander besprechen kann, ohne die persönliche Beziehung zum Arzt zu verlieren. Aber wie gesagt, das Thema Datenschutz ist da tatsächlich ein ganz großes. Und da wünschen wir uns natürlich auch praktikable Regelungen, die es ermöglichen, da auch wirklich die Technik zu nutzen in einer Form, die sowohl das Wohl des Patienten, aber eben auch die Praktikabilität im Auge hat. Hm. Was mich jetzt interessieren würde, auch machen Sie ruhig. Was mich interessieren würde, weil Sie haben jetzt alle von Erfahrungen erzählt, wo Leute in Quarantäne waren oder im Homeoffice gearbeitet haben, sogar im Ministerium, hätte ich ja auch nicht für möglich gehalten, dass das so läuft. Wie ist es denn mit der Produktivität? Ich habe nämlich in der Recherche Zahlen gefunden, dass bei der Gotha-Versicherung zum Beispiel die Dauer der Schadensregulierung von 3 Wochen in der Zeit des Homeoffice auf 3 Tage gesunken ist. Wahrscheinlich, weil alle dachten, oh Gott, ich muss mich anstrengen, sonst denkt jeder, ich sitze zu Hause und mache nichts. Aber von 3 Wochen auf 3 Tage, wie war das so bei Ihnen? Wie produktiv waren die Mitarbeiter im Vergleich? Ja gut, ich habe ja Beispiele genannt, wo wir einfach schnell sein mussten. Das ist auch gut gelungen. Ich würde auch nicht meinen, dass wir jetzt alles nur in eine Richtung versuchen zu argumentieren. Ich glaube, wir brauchen hybride Strukturen. Wir müssen auch zusammenkommen. Wir kommen heute auch zusammen. Also Menschen sind soziale Wesen. Wir wollen uns auch miteinander austauschen. Das gilt auch am Arbeitsplatz. Sie müssen Gelegenheiten schaffen, dass man sich begegnet. Das sind auch kreative Räume, die informelle Kommunikation. Die muss nicht immer so produktiv sein, dass ich sie gleich in Anträgen messen kann. Aber bei Ihnen war es ja auch ein Mitarbeiter, der eine Idee hatte. Wir wissen gar nicht, wie der zu der Idee gekommen ist, ihm diese Maschine zu entwickeln. Aber irgendwie ist die Idee entstanden. Und sie hat sich irgendwie auch kommuniziert im Unternehmen, dass sie auch mitgegangen sind. Das kann man auch mal in einer Videokonferenz schaffen. Das will ich gar nicht leugnen. Aber ich glaube, das persönliche Gespräch, Sie machen noch Geschäfte auch per Handschlag. Ja, wir leben auch vom Vertrauen im Geschäft. Sie können nicht alles vertraglich reden, Sie können auch nicht alles über KI regeln. Also das sollten wir uns nicht einbilden, der Mensch ist viel komplexer, als dass er sich allein digital abbilden ließe. Aber die Arbeitsteilung macht es aus. Also wenn wir schaffen, Teile der Wochenarbeitszeit von zu Hause zu verbringen, würden wir die Verkehre deutlich entlasten, wir würden die Umwelt deutlich entlasten und wir könnten uns vielleicht auf gewisse Themen auch besser konzentrieren. Aber dann brauchen wir auch wieder Räume, um uns austauschen zu können. Dass wir zusammenkommen, dann wäre auch das Arbeiten wiederum im Unternehmen viel produktiver. Nur dann dürfen wir uns da nicht einschließen in unser Ein-Personen-Büro, sondern wir brauchen auch ganz andere Büros in Zukunft oder ganz andere Möglichkeiten zusammenzukommen, eine Cafeteria, einen Besprechungsraum, kreative Räume, ganz anderes Arbeiten. Da können wir sehr viel von den Start-up-Unternehmen lernen, die so auch sich jetzt viel agiler auch entwickeln, weil wir immer schneller uns auch anpassen werden. Und wenn wir das so herausarbeiten, dann glaube ich, kann das ein Gewinn sein für Produktivität, aber auch für Kreativität, die wir dringend brauchen. Also ich glaube, diese Kreativität kann man dann auch wieder sehen, denn Sie selber nehmen ja auch viel Geld in die Hand oder machen Gelder locker
und versuchen, neue Foren aufzubauen oder neue Zusammenschlüsse, Leute zu vernetzen. Sowohl Sie als auch Sie. Ich lasse Sie zuerst erzählen, weil ich weiß, er muss früher weg. Gleich kommen wir ganz ausführlich. Ja, das ist natürlich zentral, dass wir Menschen zusammenbringen in einer Zeit, die so intensiv auch ist. Ich glaube, das unterscheidet sich von früheren Zeiten. Da haben wir in anderen Zyklen gearbeitet. Da haben die Leute eine gute Qualifizierung erworben, beruflich oder akademisch, gingen in den Beruf und haben dann da ihre neuen Erkenntnisse auch mit einbringen können. Heute erwachsen ständig neue Erkenntnisse. Und Forschung und Praxis liegen zeitlich nahezu parallel, werden parallel angeordnet und nicht mehr so konsekutiv. Und weil das so parallel ist, müssen wir die Systeme auch parallel zusammenbringen. Also wir brauchen den ständigen Austausch unserer Wissenschaftler mit den Fachleuten in der Industrie, in der Wirtschaft, aber auch in anderen Teilen der Gesellschaft. Wir haben es ja jetzt auch in der Pandemie gesehen. Ich meine, unsere Virologen wurden dann auch heftig kritisiert, aber ohne sie hätten wir doch gar nicht einen Zugang gefunden zu dieser Krankheit. Das müssen wir auch mal respektieren. Und die Wissenschaft bringt ihre Erkenntnisse ein. Wir sind im Austausch. Sie müssen sich auch kritisieren lassen können. Das ist für eine offene Gesellschaft nun mal so. Wir sind im Austausch. Wir kommunizieren auf Augenhöhe. Das ist ganz zentral. Aber wir müssen diesen Austausch nutzen. Und dann kommen wir zu Erkenntnisgewinn. Wie können wir unser Verhalten noch besser anpassen, möglichst evidenzbasiert? Können wir zu neuen Technologien kommen? Und dafür brauchen wir den Austausch. Und da muss ich auch noch mal sagen, da haben wir in den letzten Monaten zum Teil virtuell, nicht im direkten Gespräch, aber virtuell doch vieles auch vermocht, wo wir, und da sind wir so dankbar, gerade in Nordrhein-Westfalen, so tolle Persönlichkeiten haben in diesen verschiedenen Ökosystemen, die uns unglaublich unterstützt haben, die uns beraten haben, die ihre Ideen mit eingebracht haben und die das auch wie selbstverständlich getan haben. Weil sie gesagt haben, es geht jetzt um unser Land, wir müssen uns helfen, wir müssen hier weiter, wir bringen unseren Rat ein. Und dann brauchen wir diese Interdisziplinarität, um zu besseren Ergebnissen zu kommen. Und das mit hohem Tempo, mit hoher Anpassungsfähigkeit, wenn man sieht, wie schnell jetzt Medikamente entwickelt werden, Impfstoffe entwickelt werden, Maschinen entwickelt werden, das ist doch sagenhaft. Und wenn wir dieses Tempo uns jetzt noch beibehalten für die Zeit nach der Pandemie, dann haben wir eine tolle Chance, das wieder wettzumachen, was wir möglicherweise jetzt eben auch ökonomisch verloren haben in den letzten Monaten. Das ist sicherlich der Fall. Und dann schaffen wir auch, dass es wieder bergauf gehen kann. Ich glaube, Deutschland ist sehr gut bisher gefahren mit dieser Art des Austausches in einer pluralen Gesellschaft. Und wenn wir das weiter fortsetzen, haben wir eine Chance, nach der Krise sehr gestärkt als Land auch daraus hervorzugehen. Da bin ich ganz zuversichtlich. Das können wir alle nur hoffen. Es gibt ganze Branchen, die es natürlich ein bisschen schwerer haben, wenn man zur Veranstaltungsbranche nimmt oder die haben es einfach schlecht erwischt. Aber auch da muss man ja gucken, dass man auffängt. Da waren Sie auch vorne mit dabei, das zu tun. Ja, dann, das will ich hier nochmal sagen, auch weil wir sind ja heute Abend auch zusammen. Ich meine, das Catering habe ich jetzt noch nicht übersehen, wie groß das ausgefallen ist oder ausfallen soll. Das kann ich noch nicht übersehen. Sehr wahrscheinlich bin ich dann auch schon wieder weg, aber ich will mal sagen, es sind doch relativ viele Menschen hier. Das ist auch positiv. Und es wird ein Verzehr sein, es sind Veranstalter hier. Das müssen wir stärker für uns auch verantwortungsvoll Schritt für Schritt zurückgewinnen, weil das ist Teil unserer Gesellschaft. Jetzt wird viel über den Karneval diskutiert. Ich will die Diskussion hier nicht aufmachen. Aber wir müssen uns doch vernunftgeleitet fragen, was geht mit der Pandemie und was geht eben jetzt noch nicht. Und meiner Meinung nach ginge schon manches mehr. Also ich bin jetzt nicht der große Fußballfan, der ständig im Stadion ist, aber ich war schon im Fußballstadion. Ich war auch schon in großen Konzertsälen. Und ich habe auch mit Überraschung jedes Mal festgestellt, wie schnell ich danach draußen war. Schon aus Feuerschutzgründen sind unsere Veranstaltungshallen, wo viele Menschen reinpassen, unglaublich schnell entleert. Das haben wir mit Perfektion geplant. Und wenn ein Fußballstadion 80.000 Sitzplätze hat und es sollten dann nicht wenigstens 20.000 jetzt an einem offenen, unter offenem Himmel in einem Spiel teilnehmen können, wenn wir vielleicht die Zonen, Bierstände und so weiter etwas reduzieren und dieserlei zusammen, ich sage das nur gar nicht so, und ich sage Ihnen, evidenzbasiert, bitte evidenzbasiert, dann muss man sich diesen Fragen nicht emotional zuwenden und hysterisch, sondern vernunftgeleitet. Ich habe mit großen Lebensmittelunternehmen in Nordrhein-Westfalen gesprochen,
nachdem Sie uns ja so toll durch die erste Phase der Krise geführt haben, vor allen Dingen die Kassiererinnen und Kassierer, als wir noch keine Maske trugen und trotzdem die Geschäfte von morgens und bis abends aufgesucht haben, nicht zuletzt um Toilettenpapier zu kaufen. Und dann fragen Sie mal, wie die, insbesondere sind ja das Frauen, wenn ich das mal sagen darf, wie hart die Mitarbeiter da arbeiten mussten, sie nicht geschützt waren durch Maskentragen ihrer Kunden, und fragen Sie bitte mal, wie viel damals infiziert wurden. So viel auch mal zur Evidenzbasierung von unseren Maßnahmen. Wir müssen das immer wieder abwägen. Wir schränken hier massiv Freiheitsrechte ein von Menschen, berufliche Freiheit, gewerbliche Freiheit, und das will wohl abgewogen sein. Dass wir jetzt alle Maske tragen, finde ich in Ordnung, ist ja auch mehr psychologisch, wir wollen auf Abstand bleiben, aber ich will es jetzt mal rein medizinisch hier auch diskutiert haben und sagen, evidenzbasiert, in den 6 Wochen ist dort fast nichts passiert an Infektionsgeschehen und danach ist da auch nichts passiert, und dann müssen wir eben fragen, wo sind die eigentlichen Infektionsherde? Wo treten sie auf? Und da, die können wir ziemlich klar beschreiben. Und wenn wir die systematisch vermeiden, könnten wir viel sicherer durch diese Pandemie hindurchkommen, statt schon wieder über die nächste Welle zu spekulieren und die übernächste. Ich glaube, wir sind viel besser aufgestellt zwischenzeitlich, weil wir hinreichende Sicherungsmaßnahmen, wir könnten noch zusätzlich ergänzen, auch zum Beispiel Raumbelüftung. Das ist ein ganz zentrales Thema, das könnten wir in Schulklassen verbessern, das könnten wir aber auch in gastronomischen Betrieben, in Theatern, in Konzertsälen machen. Wir haben eine Firma in Heinsberg, die hat Lüftungssysteme entwickelt, die von den 3 führenden Forschungsinstituten positiv bewertet worden sind. Der Spiegel hat gerade einen tollen Artikel darüber geschrieben. Die können sich in Raum aufstellen, die können die Aerosole in einem Maße verringern, das leistet keine Maske. Ja? Und die können wir zum Einsatz bringen. Und ich finde, wir sind ein Hightech-Land, wir leben von Innovation. Warum sollten wir nicht die Innovation nutzen, um die nächste Phase noch etwas sozusagen gesicherter durchlaufen zu können, ohne alles Mögliche einschränken zu wollen? Und letzter Gedanke, was ich auch nicht gut fand, wir haben es trotzdem, es wurde dort von den Kreisen gemacht, als wir dann Warendorf hatten und Gütersloh. Die erste Aktivität der Landräte war, wir haben Schulen geschlossen. Dafür gab es gar keine Evidenz. Und wir haben jetzt gesagt, auch die Bundeskanzlerin gestern, als sie uns besucht hat, das fand ich ganz wichtig, wir müssen auf die Pandemie immer wieder vorbereitet sein, wir müssen Maßnahmen treffen, wir können lockern, aber wir müssen lockern auch zurücknehmen, wenn es not tut, aber mit Priorität. Und Priorität haben muss Schule und Wirtschaft. Da dürfen wir zuletzt erst rangehen und nicht gleich zuerst sagen, mal Schulen zu, mal eine Wirtschaft zu, das wird ja dann schon reichen. Nein, meine Damen und Herren, wir müssen da schließen, und zwar sehr hart und konsequent, wo wirklich Infektionsgefahren virulent sind. Und die anderen Bereiche müssen wir so sichern, dass wir sie möglichst weit aufrechterhalten können. Ich möchte den Schülerinnen und Schülern jedenfalls nicht noch einmal zumuten, dass sie monatelang eine massiv eingeschränkte Bildung erfahren. Das ist vor allen Dingen für die Schülerinnen und Schüler aus Elternhäusern, die schwer haben, ihren Kindern beste Bildung zu ermöglichen, eine Einschränkung, wo sie ihr ganzes Leben lang Nachteile haben werden. Das möchte ich vermeiden helfen. Deswegen müssen wir klug an die Dinge rangehen und nicht emotional und alles über einen Leisten schlagen. Junge. Das war jetzt ein Ritt einmal so rundum, und bei Ihnen kann man dann auch direkt sehen, es geht direkt wieder weiter, denn solange die Filter aus Heinsberg noch nicht da stehen, müssen Sie direkt weiter zur Videokonferenz in einen gut belüfteten Raum, sagt mir die Regie gerade. Ja, das ist richtig. Ich würde Sie gerne noch hier halten, aber ich fürchte, das steht nicht in unserer Macht, und von da möchte ich an dieser Stelle danken für Ihr Tun, danke für Ihr Erscheinen hier. Und weiter so. Vielen Dank Ihnen allen und vielen Dank vor allem Ihnen, dass Sie heute Abend mit so viel Engagement dabei sind und Verständnis dafür haben, dass ich jetzt nach Westfalen virtuell sozusagen weitergehe. Herzlichen Dank und alles Gute, vor allem bleiben Sie gesund. Danke. Vielen Dank. Dankeschön. So. Ein bisschen möchte ich aber mit den Verbliebenen trotzdem noch kurz plauschen, denn es gibt noch ein ganz spannendes Projekt, wo ganz viel
was der Professor Dr. Pinkwart gerade erzählt hat, auch Platz findet, nämlich dieses Vernetzen und dieses Sich-Helfen. Eine Ihrer Aktivitäten, weil Ihnen auch die normale Möglichkeit so ein bisschen wegbricht, um mit Kunden in Kontakt zu kommen, Sie haben ein Forum gegründet. Und zwar nennt sich das Ganze Zusammenstehen nett und ist für die Firmenkunden in erster Linie der Sparkasse. Vielleicht erzählen Sie selber was, das können Sie bestimmt besser. Ja, uns war es ganz wichtig, über die eigentlichen Bankdienstleistungen und die konkrete Unterstützung in Form von Bankdienstleistungen hinaus auch weitere Unterstützung unseren Kunden zu geben hier in der Region. Und deswegen haben wir uns überlegt, es ist eine gute Idee, wenn wir mit unseren intensiven Verbindungen hier in die regionale Wirtschaft hinein eine Plattform schaffen, eine digitale Plattform auf unserer Internetfiliale, wo wir den einzelnen Unternehmerinnen und Unternehmern die Möglichkeit geben, sich auszutauschen im Kontext zunächst einmal der Corona-Krise, also hier bewusst eine Plattform aufzubauen, einen Erfahrungsaustausch zu organisieren, wie gehe ich in der Corona-Krise mit beispielsweise mit Kurzarbeit um, wie gehe ich damit um, eine Steuerstundung zu beantragen, wie gehe ich damit um, bestimmte Liquiditätshilfen zu beantragen. Das heißt also, hier Hilfe zur Selbsthilfe zu organisieren, das war ganz, ganz wichtig. Und das haben wir bewusst in einer solchen digitalen Plattform organisiert, wo sich jeder registrieren kann. Der Zuspruch ist groß. Wir haben bereits über 2600 Unternehmerinnen und Unternehmer als Besucher gehabt auf dieser Plattform, die zum Teil eigene Beiträge gepostet haben. Es sind erste Diskussionen auf dieser Plattform entstanden. Und wir wollen das, um nochmal die Worte von Professor Pinkwart aufzunehmen, hybrid gestalten. Das heißt, wir werden diese Idee der Vernetzung auch dann stationär persönlich fortsetzen, sobald das wieder möglich ist, weil ich glaube, dass dieser Austausch untereinander sehr, sehr wertvoll für die Unternehmerinnen und Unternehmer ist. Ja, und das Ganze, und das ist ja auch spannend, ist ja so ein bisschen lokaler auch natürlich gesetzt. Da möchte ich so den Bogen schlagen, Sie alle drei wieder ins Gespräch zu kriegen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, im Frühjahr war ja auch ein wahnsinniger Mangel an Masken. Da wurden ja auch keine Maskenempfehlungen rausgegeben, weil einfach nicht genug Masken da waren. Und Ihre Maschine war noch im Bau. Alle wissen, da muss was passieren. Diese Lieferkette bis nach China, wenn das wegbricht, das funktioniert nicht. Bei Ihnen weiß ich, dass Sie alle Zulieferer, der weiteste bei Ihnen kommt aus Tschechien. Und Sie sind ein Freund der resilienten Lieferketten. Das ist sowas, wo ich gerne mit Ihnen dreien noch drauf kommen würde, wie wichtig das ist. Wie sehen Sie das in Ihrem Alltag? Wie ist das, wenn Sie für Arbeitssicherheit sorgen sollen und es sind keine Masken da? Also ganz blödes Beispiel, aber war ja eins. Wir haben 250 Gesundheitszentren in Deutschland, die unter Maske natürlich unter allen Vorkehrungen arbeiten. Und wir hatten genau das Problem. Auf einmal standen wir da und es gab eine große Anforderung und wir hatten keine. Wir haben unsere Lieferketten in Deutschland, wir sind ja ein deutsches Unternehmen, dann irgendwann ausgeschöpft und hatten aber dann das Glück, dass wir auf einen ähnlich pfiffigen Unternehmer getroffen sind wie mein Gesprächspartner hier, der nämlich dann in China seine Produktion von Babykleidung auf Masken umgestellt hatte und alle entsprechenden Zertifizierungsvorkehrungen auch schon getroffen hatte, sodass wir recht schnell in der Lage waren, uns tatsächlich auch unmittelbar beliefern zu lassen. Und vor dem Hintergrund hat es bei uns ganz gut funktioniert. Aber in der Tat, wir erleben es auch in vielen anderen Bereichen, jetzt auch bei den Unternehmen, die wir beraten, dass das immer noch ein großes Thema ist. Insofern. Aber wir sind Gott sei Dank ganz gut dadurch gekommen. Jetzt weiß ich, der Herr Welteroth hat das im Griff durch diese Lieferanten, die gestreut sind, aber nicht zu weit weg. Ist das was, was Sie aktiv auch zum Beispiel auf dieser Plattform den Leuten sagen oder ist das schon im Bewusstsein angekommen? Also war dieser Schock, verschiedene Sachen auch nicht zu bekommen oder meine Produktion ruht, ich kriege keine Rohstoffe oder es wird nicht weiter verschifft? Ist das präsent ohnehin schon? Also wir thematisieren das auch in vielen Gesprächen im Kontext von Finanzierung schon über viele Jahre, sich bewusst auf der Lieferantenseite als Unternehmer, als Mittelständler zu diversifizieren und auch bewusst auch regional zu diversifizieren in den Beschaffungsprozessen. Und insofern halte ich das auch für ganz, ganz wichtig, dass man jetzt nicht ad hoc seine internationalen Lieferbeziehungen komplett streicht, aber dass man bewusst strategisch vorgeht und mehrere Lieferanten für bestimmte ganz wichtige Zulieferprodukte auch positioniert, entwickelt.
Und da führen unsere Berater auch viele Gespräche mit dem Kunden, um genau das mit den Kunden zu thematisieren. Glauben Sie, dass es dahin gehen wird, dass also diese Lieferketten lokaler werden oder wird es im Allgemeinen lokaler? Das glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, dass wir weiter eine arbeitsteilige Wirtschaft haben werden, auch nach Corona. Ich glaube aber, dass sich viele Unternehmerinnen und Unternehmer in den Beschaffungsprozessen deutlich unabhängiger aufstellen werden als in der Vergangenheit. Und ich glaube, dass das wäre eine gute Lehre aus der Corona-Krise. Kommen Kollegen zu Ihnen und sagen, hör mal, vielleicht war das mit China doch keine gute Idee, wie machst du das denn? Oder überwiegt die Konkurrenz? Wie ist das? Tauscht man sich aus in so einer Krise oder jetzt erst recht der Ellenbogen raus? Also wir unterhalten uns ja auch in der IHK, der Hagen sitzt hier gerade vorne. Wie machst du es? Ja? Wie macht, ich sag mal, ein Transportunternehmen wie die Frau Baumann es? Ja? Natürlich unterhalten wir uns darüber und da muss auch jeder letzten Endes seinen eigenen Weg finden in diesem Kontext. Ich glaube aber schon, so wie Sie gesagt haben, wir werden uns breiter aufstellen müssen. Wir kommen auch in naher oder auch in der mittleren Zukunft nicht ohnehin, gerade im Elektroniksektor, ja, ohne die asiatische Belieferung von Bauelementen, ist es überhaupt undenkbar, weiterzumachen. Aber wir müssen auch unsere größeren Lieferanten dazu bringen, wenn ich an unsere Computersteuerung in unsere Maschinen denke, entweder sie bauen einen Sicherheitsbestand auf oder Pufferbestände oder irgendetwas anderes, ja, oder wir müssen uns auch etwas einfallen lassen, das wir auf unserer Seite vorpuffern. Denn es kann nicht sein, dass große Konzerne hingehen und einfach entscheiden, von heute auf morgen, wir machen einen Lockdown, wir machen sofort Kurzarbeit zu nahezu 100% und dann haben Unternehmen wie wir, die eigentlich keinen einzigen Tag voll in Kurzarbeit gehen mussten, ein riesen Lieferproblem. Und deshalb werden wir uns definitiv breiter aufstellen. Ja, also wir haben schon extrem viele Gespräche mit Zulieferern geführt, mit denen wir in der Krise Probleme hatten, um einfach zu sagen, okay, entweder wir machen es gemeinsam oder man muss vielleicht auch einen neuen Zulieferer suchen. Das sind dann alles so Supply Chain Management Prozesse, die zu klären sind. Sie sagten jetzt gerade, Asien kann nicht wegfallen, das braucht man auf jeden Fall. Wäre es denn dann schön, zusätzlich noch einen Zulieferer in Afrika zu haben zum Beispiel? Oder wäre es besser, den in Bornheim zu haben? Wo auch immer. Das ist genau das, sich breiter aufstellen, diese Teilung. Wir dürfen uns nicht abhängig machen von einem Kontinent oder von einem Land. Wir müssen die Möglichkeit haben, auch woanders einzukaufen. Ob es jetzt eine Pandemie ist oder was auch immer. Wir dürfen uns da nicht so festlegen. Ich glaube, das hat die Pandemie insbesondere gezeigt. Ob es jetzt das Thema Masken war, ob es das Thema Hygiene war, also Desinfektionsmittel. Im medizinischen Sektor haben wir es auch mitbekommen. Ja? Also von daher, das darf es nie wieder geben. Was mich jetzt auch interessieren würde, sind diese positiven Nebeneffekte. Sie sind ja ganz vorne mit dran, auch viele Altenheime, Krankenhäuser, die von ihrer Erfahrung profitieren oder sich beraten lassen. Ich glaube, es ist dieses gesamte Verständnis von Gesundheit und dem Bewusstsein, dass jeder von uns auch ein Stück Selbstverantwortung trägt. Ich glaube, auch das ist neu, dass wir das Thema Hygiene nicht mehr, wir können es nicht delegieren, sondern wir stellen fest, das ist etwas, was wir selber auch tun müssen. Und in dem Kontext hat es eine Auswirkung auch auf die Krankenhäuser. Aber ich glaube, die größere Auswirkung ist gesellschaftlich. Ich denke, das stellen wir ja auch privat fest. Da kommen auf einmal die Kinder nach Hause und stellen ein Desinfektionsmittel in den Eingang rein. Ja. So ganz demonstrativ, so nach dem Motto, ihr aber auch. Ja? Also deshalb, das kommt bei jedem von uns zu Hause natürlich auch an. Das ist so. Was selbstverständlich für einen ist, aber demonstrativ führen es einem die Jugendlichen immer dann auch vor Augen. Oder war es bei Ihnen anders, Herr Borges? Nein, also in der Tat. Also man wird in der eigenen Familie, wird einem das nochmal sehr bewusst. Ja. Und insofern hat die Corona-Krise auch viel Positives, denke ich. Ja. Ich wollte noch mal ein, zwei Sätze zum Thema Homeoffice sagen, weil ich glaube, da erleben wir zumindest in der Sparkasse Köln-Bonn auch ganz interessante Rückmeldungen von unseren Mitarbeitenden. Wir haben bewusst mal noch vor der Corona-Krise mit unseren Arbeitnehmervertretern eine Dienstvereinbarung getroffen, wonach wir bewusst gesagt haben, wir wollen unseren Mitarbeitenden eine bessere Balance zwischen Familie und Beruf ermöglichen und deswegen auch bewusst ermöglichen, dass sie 2 Tage die Woche, wenn es vom Arbeitsplatz her möglich ist, auch von zu Hause arbeiten. Wir haben dann in der Corona-Krise diese Maßnahme natürlich
noch viel extremer umgesetzt, indem wir teilweise Mitarbeitende hatten, die den ganzen Tag zu Hause waren und erst jetzt langsam nach den Schulferien wieder zurückkommen in unsere Sparkasse. Und das, was uns die Mitarbeitenden rückmelden, ist interessanterweise, dass nur Homeoffice auch nicht das Maß aller Dinge ist, sondern im Gegenteil, viele geben uns von den Mitarbeitenden eine Rückmeldung: Mir fehlt der persönliche Austausch im Team mit den Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen ist eigentlich, glaube ich, das präferierte Modell, auch nach Corona, dass wir einen Weg finden, auch hier wieder hybrid vorzugehen, sozusagen, also Mobile-Office-Strukturen zu entwickeln, wo man also ganz flexibel mal 2 Tage zu Hause arbeiten kann oder mal einen halben Tag zu Hause, dann einen halben Tag im Büro. Ich glaube, das wird die Zukunft sein. Und deswegen kann man auch das Thema nicht so digital, so schwarz-weiß sehen. Ich glaube, wir sind alle gut beraten, die wir in unternehmerischer Verantwortung sind, hier sehr abgewogen vorzugehen. Ja. Jetzt haben wir aber ja viel gehört mit Innovation. Und Sie haben gesagt, ach ja, da so ein Mitarbeiter hatte die Idee. Das klingt ja jetzt auch nach einer flachen Hierarchie, wenn da einfach so ein Mitarbeiter dem Chef so eine Idee gibt und das funktioniert. Meine Frage, um so Innovationen durchzulassen, funktioniert das überhaupt so, wie es ist? Oder braucht man für so New Work auch flache oder neue Hierarchien? Was sind da? Also das Thema Homeoffice zum Beispiel zeigt ja, dass wir auf jeden Fall mal ein neues Führungsverständnis brauchen. Weil das, was wir in der Vergangenheit ja als Präsenzkontrolle kennengelernt haben, stellen wir ja fest, brauchen wir gar nicht. Wir haben es gerade gehört, die Effizienz steigt, Mitarbeitende gehen in die Selbstverantwortung. Und wenn man das weiterdenkt und sagt, wir stärken Selbstverantwortung und erleben auch, dass das Erfolg bringt, dann bedeutet das zugleich auch, dass die Hierarchiestrukturen sich verändern müssen, weil nur so kann Selbstverantwortung funktionieren. Und vor dem Hintergrund, gerade das Thema Innovation braucht den Raum, sich entfalten zu können und kurze Wege, um sichtbar zu werden. Und typischerweise sind lange Hierarchien nicht so gestrickt. Ja, ich teile das 1:1. Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das ein ganz wesentlicher Erfolgsfaktor ist, in flachen Hierarchien zu operieren, Mitarbeiter zu beteiligen, Mitarbeitern zu Akteuren zu machen, auch gerade was Innovationen angeht, eine gesunde Verantwortungskultur zu schaffen, also ein Gefühl in der Mitarbeiterschaft zu erzeugen, dass auch Fehler erwünscht sind und dass es wichtig ist, dass man aber aus Fehlern lernt und dass es nicht tragisch ist, auch mal einen Fehler zu machen. Ich glaube, wenn man eine solche Unternehmenskultur von der Führung her erzeugt, dann kann man ganz viel Dynamik erzeugen, ganz viel Spaß und Freude an der Arbeit, ganz viel Lust. Und deswegen glaube ich, das ist ganz, ganz wichtig, dass man mit flachen Hierarchien agiert. Und flache Hierarchien bedeutet eben eine besondere Nähe vom Top-Management bis zum Mitarbeiter, der unmittelbar am Kunden arbeitet. Und das stellt im Übrigen auch sicher, dass Entscheidungsprozesse sehr stark beschleunigt werden. Ich würde gerne noch was ergänzen, weil ich glaube, das Thema Führung, und Herr Pinkwart hat das eben erzählt, als er sagte, naja, in der Verwaltung war auf einmal dieser große Bedarf war zu helfen. Und das hat dazu geführt, dass da ein totales Engagement entstanden ist. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir über Führung lernen müssen. Immer dann, wenn Menschen mit ihrem Sinn etwas tun, wenn sie den Sinn spüren dessen, was sie machen, dann sind sie engagiert. Und diesen Sinn zu vermitteln, das wird die Aufgabe von Führung sein. Es wird viel weniger sein zu sagen, wir denken in Zielen und wir denken in Strukturen, sondern wir denken in dem, was Menschen bewegt und was sie engagiert. Und das ist die Nähe zum eigenen Sinn und zum Sinn des Unternehmens. Und ich glaube, das ist auch etwas, was in der Krise sehr, sehr sichtbar geworden ist, auch an so einem Beispiel wie jetzt in der Verwaltung, die dann auf einmal sagt, ja, ich verwalte nicht, sondern ich helfe Menschen. Das macht Sinn. Ja. Vielleicht ich noch darauf aufbauend. Wir haben, also Sie sagten eben, der Mitarbeiter hatte die Idee, der Mitarbeiter war einer unserer Gesellschafter, der sich aber auch als Mitarbeiter versteht. Okay. Überhaupt kein Problem. Aber der wesentliche Punkt dabei ist, wie man das schnell voranbringt, ist einfach, dass man ein Team zusammenstellt und das auch am Erfolg beteiligt. Sie sind da drin, das ist Ihr Baby. Ja, und wenn man das schafft, die Mitarbeiter mit hineinzubringen in dieses Thema, Fehler zu verzeihen, einfach zulassen, ja, das ist halt so, gerade bei einer Neuentwicklung, dann ist das nachher auch ein Thema, wo man sagt, Mensch, die habe ich selber hergestellt. Das ist meine eigene Entwicklung. Und dann macht es den Mitarbeitern auch Spaß, morgens früh zur Arbeit zu kommen.
Das ist Motivation. Ja, das hätten die auch nicht gedacht, als sie damals von der Schule dann zu Ihnen gekommen sind und gedacht haben, oh, ich gehe zu so einer Firma mit Plastikverpackungen. Ich weiß nicht, die sitzen da in Mondorf, keine Ahnung, aber das ist irgendwie eine gute Nummer, dass dann da sowas bei rauskommt. Dass das dann. Gut, aber das ist etwas, was wir schon seit Jahren auch betreiben und wo ich auch persönlich sehr stolz drauf bin, zum Beispiel mit der IHK, die lange nach der Ausbildung, wo wir Jugendliche versuchen, für die Industrie, für unser Unternehmen zu begeistern. Ja? Und das merkt man einfach. Ich sag mal, beim letzten Mal, wo wir es bei uns durchgeführt haben, kamen 80 Jugendliche zu uns, zusätzlich noch die Eltern oder vielleicht der Oma und der Opa, wo man einfach mal das Unternehmen zeigt, wo man sagt, was machen wir eigentlich, in Diskussionen gerät. Und so ist es halt auch, dass wir permanent so um die 20 Auszubildende haben. Wir haben Bacheloranden, wir haben Masteranden bei uns. Wir machen sehr, sehr viele Praktikas. Auch das bringt Nähe zu Jugendlichen. Ja, und begeistert auch. Ja, und eröffnet vielleicht auch neue Möglichkeiten. Absolut. Ja, was man nicht kennt, da denkt man ja gar nicht dran. Und Absolut. Das ist, glaube ich, das Wichtige der Krise, neue Sachen auch zu denken. Dieses neue Denken, haben wir eben schon gesagt, zusammenstehen nett, machen Sie. Sie wollen aber auch so richtige Local Heroes haben. Er ist ja quasi einer. Sie kennen sich ja auch alle untereinander schon, das habe ich mitbekommen. Also Sie beraten auch sein Unternehmen und das ist also alles verflochten. Wo würden Sie denn jetzt so für sich sagen, das war für mich persönlich die größte Überraschung in der Krise? Fange ich mit Ihnen an. Die größte. Hat es besonders gut oder besonders schlecht geklappt? Ich bin mir nicht sicher, ob es eine Überraschung ist, sondern ich würde eher sagen, mein Empfinden war, dass wir vor der Krise zu vielen Themen Hypothesen hatten. Wir hatten die Hypothese, dass Homeoffice funktionieren kann. Wir hatten die Hypothese, dass man Menschen nicht kontrollieren muss, die arbeiten. Wir hatten die Hypothese, dass Sinn vielleicht besser führt als Ziele. Aber wir hatten nicht, um mit Herrn Pinkwart zu sprechen, die Evidenz. Und jetzt haben wir die Erfahrung gemacht. Und das ist, wenn man eine Hypothese aufstellt, hofft man ja nicht, dass man in dem Sinne in der Bestätigung überrascht wird. Aber es freut mich, dass es so gekommen ist und es freut mich auch, dass wir darauf jetzt aufsetzen können und das finde ich ganz großartig. Also die Krise hat diese ganzen Schattenseiten, aber sie hat auch etwas hervorgebracht an Klarheit, was uns, finde ich, ein Stück weit wieder auch an unser das Thema Gesundheit im ganz ganzheitlichen Sinne heranbringt, nämlich daran, was uns als Mensch eigentlich wichtig ist, was unsere Werte sind. Und das hat es an vielen Ecken bewiesen. Und das finde ich ganz großartig und in dem Sinne eine Überraschung und auch eine Freude. Wobei man da dann nur hoffen kann, dass alle, die auf dem Balkon geklatscht haben für die Pflegeberufe oder Krankenschwestern, dass die auch genauso vehement sich dann einsetzen, dass dieser ganze Sektor dann auch pekuniär das vergütet bekommt, diese Anerkennung und nicht nur durch Klatschen und eine Packung Merci. Genau, und auch dieses Thema, wir müssen mit Vernunft handeln. Das gilt für die Maßnahmen, die wir ergreifen, das gilt aber für uns als Individuum eben auch. Und da sind wir genau an diesen Punkten, zu sagen, es reicht eben nicht in der Emotion begeistert zu sein, sondern wir müssen eben dann auch auf einer vernünftigen Basis diese Themen umsetzen. Genau, da bin ich völlig bei Ihnen. Genau. Aber das Engagement ist erweckt und das ist schon mal eine gute Triebfeder. Ja, was ich, das würde ich jetzt nicht als überraschend unbedingt bezeichnen, aber was ich ein besonderer, schöner Effekt aus dieser Corona-Krise gesellschaftlich erlebe, ist, und das habe ich jetzt letzte Woche aus vielen Gesprächen mit Vorständen von Wohnungsgesellschaften hier in der Region noch mal aufnehmen dürfen, aber was ich auch selber erlebe in der Nachbarschaft, dass den Menschen wieder bewusster wird, dass man sich mehr in der Nachbarschaft zum Beispiel miteinander beschäftigen muss, sich mehr kümmern muss, mehr aktiv Hilfe anbieten muss. Die Anonymität hat etwas abgenommen. Viele ältere Mitbürger in diesen Häusern werden plötzlich von Nachbarn unterstützt. Und das ist etwas, glaube ich, was sehr, eine sehr, sehr positive Entwicklung ist und was uns in einer Gesellschaft, wo es ja doch sehr, sehr stark in den letzten Jahren darum ging, höher, schneller und weiter und immer einen neuen Weltrekord, ein Stück weit, glaube ich, gut tut, uns noch mal so ein bisschen reflektieren lässt, dass diese Wachstumsdynamik so völlig unreflektiert auch nicht funktioniert, sondern dass man auch mehr
Nachhaltigkeitsaspekte an den Tag legen muss, dass man mehr soziale Verantwortung übernehmen muss, dass eine Gewinnmaximierung zulasten Dritter nicht wirklich das Zukunftsmodell ist. Und ich glaube, das sind solche Effekte, die uns ein Stück weit auch Corona jetzt mitgebracht hat. Bei Ihnen auch die Überraschung, dass Ihre Masken jetzt auch noch nachhaltig sind und super easy verrotten. Das machen wir jetzt mal so als Side-Bemerkung. Das habe ich eben vergessen zu sagen, aber das war nicht die Überraschung. Was war für Sie die Überraschung in der Krise? Die große Überraschung war eigentlich, wie die Mitarbeiter darauf reagiert haben. Wir haben Mitarbeiter aus dem Ausland zurückgeholt. Wir haben sie nach Hause geschickt, in Quarantäne geschickt. Wir haben natürlich versucht, extrem viel zu kommunizieren, was dann am Anfang auch nicht ganz so einfach war. Aber als sie dann wieder zurück ins Unternehmen kamen, nach der Quarantäne, Zug um Zug, ihnen zu vermitteln, dass sie ein Teil der Firma sind, obwohl sie nicht mehr reisen dürfen, ihnen rüberzubringen, dass wir digitale Medien aufbauen, um mit ihnen gemeinsam die Kundenbedürfnisse sicherzustellen und wie schnell sie das letzten Endes angenommen haben. Das war fantastisch. Und das macht einem als Unternehmer natürlich auch Spaß, wenn man dann sieht, wie schnell die Mitarbeiter diese Dinge auch akzeptieren und umsetzen. Ja, weil das Feedback kommt ja dann irgendwann über den Kunden wieder, indem dass er den nächsten Auftrag platziert, beziehungsweise auch mal ein Lob ausspricht, was man dann auch gerne wieder weiterbringt. Ich finde es aber insbesondere wichtig, was Sie eben gesagt haben, ist dieses mal außerhalb des Unternehmens, dieses Zusammenstehen, dass die Menschen einander helfen, dass man der Nachbarin, die über 80 ist, mit einkauft und das dorthin bringt. Und in dem Kontext kann ich überhaupt nicht verstehen, dass es Menschen gibt, die auf unsere Polizisten, auf unsere Feuerwehr, auf das Rote Kreuz oder wie auch immer mit Steinen schmeißen, wenn sie gerade am Retten sind. Das darf es nicht geben, denn dafür müssen wir alle sorgen. So, jetzt haben wir ganz viel gehabt, Digitalisierung, ganz viel, was kommen könnte. Wir gehen in die letzte Runde. Was wünschen Sie sich, außer dass das irgendwie alles nächstes Jahr durch ist und wir mit dem Virus nichts mehr zu schaffen haben, warum auch immer. Aber angenommen, wir haben noch etwas zu schaffen, weil kein Impfstoff oder sich verändert oder es dauert. Was wünschen Sie sich? Also ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr immer noch mit dem Virus zu tun haben werden, in welcher Weise, wie stark oder wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir damit konfrontiert sein. Was wir als Unternehmen permanent feststellen, ist, dass wir immer mehr Bürokratie haben. Uns fehlt auf der einen Seite, fehlen uns Infrastrukturthemen, wie wir haben gerade eben wunderbar über Digitalisierung gesprochen, aber wir merken natürlich auch, wir brauchen dafür schnelle Leitungen. Unsere Mitarbeiter wohnen teilweise auf dem Land. Da gibt es wieder keine Anbindung oder nur eine schlechte Anbindung. Das brauchen wir. Wir müssen die Infrastruktur, Dinge dafür halt bereitstellen. Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt in diesem Thema. Dem schließe ich mich sofort an und würde ergänzen, dass wir dem Bereich des Lernens nochmal eine andere Bedeutung beimessen wollen. Also zu sagen, wir haben jetzt ganz oft heute beschrieben, was sind denn eigentlich die positiven Aspekte der Krise, aber was können wir jetzt auch tun, damit die nicht verpuffen? Ich glaube, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt. Es gibt ein gewisses Risiko, dass wir zurückfallen und uns bewusst zu machen, was wir jetzt gelernt haben und dieses Lernen eben auch dauerhaft in Wirkung zu bringen. Ich glaube, das ist noch ein Stück Herausforderung und das würde ich mir wünschen, dass uns das gelingt. Herr Baumes. Also es ist ja in der Krise noch mal sehr deutlich geworden, dass Homeschooling grundsätzlich ein sehr, sehr gutes Konzept ist, um möglichst breit auch Bildung zu ermöglichen. Auf der anderen Seite haben wir aber auch gesehen im Rahmen von Homeschooling, dass gerade Kinder aus bildungsfernen Familien doch eher die Verlierer des letzten halben Jahres waren. Und jetzt zu Ihrer Frage. Ich wünsche mir, dass wir nach Corona es möglich machen, dass in allen Familien alle Kinder mit iPads ausgestattet sind, mit Laptops ausgestattet sind und dass sie auch die Möglichkeit haben, eben diese Bildung zu erfahren, die eben auch zukünftig eben sehr, sehr stark hybrid sein wird. Dann wünschen wir uns erstmal ein paar Lehrer, die ein paar gute Schulungen bekommen, damit die nicht nur den Videorekorder, sondern auch die Kamera bedienen können, die in ihrem Padlet dann ist, um den Schulunterricht so machen zu können.
Viel, 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 was passiert. Wir sind gespannt. Ich würde mir wünschen, dass wir alle gesund bleiben und uns froh, gesund und munter wiedersehen zum nächsten Bonner Wirtschaftstalk. Der wird bestimmt auch spannend, dann haben wir vielleicht schon Routine und finden das völlig normal, mit den Masken hier reinzukommen und auf Abstand zu sitzen. Ich muss jetzt erstmal die ganzen Eindrücke sacken lassen, das alles so runterbrechen. Wir danken auch nochmal Professor Dr. Pinkwart, dass er da war, auch wenn das alles ein bisschen im Hassel war seines Terminplans, aber er war da und hat ein paar Sachen sagen können. Umso ausführlicher möchte ich mich bei meinen anderen Podiumsgästen bedanken, die es bis zum Schluss ausgehalten haben. Matthias Welteroth und Uwe Borges und Ulrike Hinnemann. Vielen Dank. Vielen Dank. Ihnen wünsche ich viel Spaß, bleiben Sie auch gesund. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Dankeschön. Ja.